Ah, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Kanal hier bei Quitschibu. Am Wasserzeichen links unterm Kompass kannst du es manchmal sehen, wenn es gerade dunkel wird. Jetzt wollen wir mal schauen. Ich will mal gucken, ob wir, wenn ich es da hochhüpfe, von den Gegnern ungesehen bleiben können. Ich möchte erstmal alles, was so drumherum ist, aus dem Weg räumen. Ich sehe nichts. Ich sehe keine weiteren... Da ist der Hubschrauber. Natürlich wäre es cool, wenn wir den jetzt noch ausschalten könnten, schnell. Schau mal. Ich laufe einfach mal hier hin. Alles klar, da sind Scharfschützen. Da sind weitere Scharfschützen. Okay, dann gehen wir mal so ran. Ich versuche mal von da oben. Hoffentlich werde ich nicht sehen. Okay. Der ist ausgeschaltet. Dann ziehen wir uns noch den hier rüber. Wo ist er? Okay, der ist auch ausgeschaltet. Die sind ein bisschen verbuggt gerade hier, aber ich glaube, das mit dem Rüberziehen, das ist nicht so ganz optimal, so wie es laufen sollte. Jetzt haben wir da... den Hubschrauber. Und jetzt, guck mal, da können wir hin. So, okay... Hier stehe ich hier mittendrin. Ich darf mich nur nicht erwischen lassen. Der ist jetzt abgestürzt, ist er nicht. Der ist nur weg. Einfach nur weg. Fliegen wir mal nach oben. Schauen wir uns das mal an. Es sind noch weitere Personen hier vor Ort. Das C4 ist da. Ich will aber... Ich kann ran an die Leute, weil... Die sind erstmal, im Moment sind die ungeschützt. Im Moment sind sie ungeschützt. Denn ich habe die Hubschrauber und auch die Scharfschützen, die hier dran standen, sind weg. Das heißt, wir versuchen mal jetzt ganz vorsichtig hier runter zu fliegen. Ja, ganz vorsichtig, das klappt immer nicht so gut. Jetzt warten wir. Gehen wir mal 3 Schritte, bis wir uns besser fühlen. Ziehen wir uns da hoch. Und dann würde ich sagen, jetzt machen wir. Was machen wir jetzt? Gehen wir an das C4 ran? Oder locken wir die Kunden da weg? Egal. Wir versuchen es. Wir versuchen es mal so, heimlich an das C4 ranzukommen. Da können wir es vielleicht entschärfen. Sehr gut. Haben wir schon mal eins entschärft. Jetzt gucken wir mal, da ist noch ein C4 irgendwo. Hier etwas weiter unten. Ach so. Batman hüpft, du Idiot. So, da haben wir es hier noch. Komm, schnell. Wir werden dabei nicht gesehen. Das ist gut. Das klappt gut. Jetzt können wir auch die... Ach, es sind noch mehr. Alles klar. Schau mal an. Es ist wieder wie beim letzten Mal. Wir rücken jetzt immer ein Stück vor. Und kommen natürlich damit immer dahin, wo sich Gegner befinden. Gehen wir von hier hinten ran. So. Jetzt haben wir ein Problem. Oben auf dem Dach, das sind nur Schläger. Scharfschützen und Hubschrauber sind weg. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, dass wir einen nach dem anderen hier kriegen. Nein!
Jetzt hat er natürlich gerufen, wir sollen die Bomben aktivieren. Shit. Das heißt jetzt, dass sie eine interessante aktiviert. Na toll. Sicher in den Bereich, bevor du die Bomben entschärfst. Scheiße, jetzt haben wir ein echtes Problem. Jetzt haben die Bomben aktiviert. Und ich muss natürlich ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeitdruck ich habe, aber ich missachte gerade so ein bisschen die Chance zu blocken. Die stecken ganz schön was ein, die ganzen Kloppies. Jetzt ist das natürlich schon scharf gestellt. Okay, dann haben wir das einmal entschärft. Das noch, das müssen wir jetzt auch gleich entschärfen. Okay, das war noch nicht scharf gestellt, zum Glück. Gut, na, es geht doch schon mal gar nicht so verkehrt. So, jetzt haben wir das nächste C4 ist 114 Meter in die Richtung. Dann gehen wir dem auch mal nach. Hopp. Ich denke mal, jetzt sind wir wieder oben. Und jetzt gucken wir mal. Ach komm, wir machen jetzt die Kunden auch noch Platz. Ist ja letztendlich auch meine Erfahrung. Ja, ihr habt das Pech, dass ihr keine Bomben mehr habt, die ihr entschärfen könnt, die ihr anschärfen könnt. Da habt ihr ein Problem. Wo ist er jetzt? Doch, tatsächlich, der macht gerade was an der Bombe, obwohl ich die schon entschärft habe. Das ist natürlich ganz mies. Die habe ich extra vorher schon entschärft, die konnte der jetzt gar nicht mehr aktivieren. So ein Mist. Okay, klappt gut. So, aber jetzt war noch hier noch eins, ne? Ja, war noch eins, oder? Nee. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das nächste C4 soll in diese Richtung sein. Das ist natürlich totaler Assi-Scheiße hier. Jetzt haben wir den Tech-Shop. Wir haben Kohle, 992. Fahrzeuge, hier werden wir mal nichts dran machen. Gadgets. Kampfreichweite, 2 SP bräuchte man. Wir haben aber 0. Wir leveln so langsam. Es ist der Hammer. Es ist natürlich die echte, absolut die Frage. Wie läuft das jetzt hier? Haben die jetzt noch einen scharf Och, Mann, stört mich immer mit dem Abstürzen hier. So, dann gehen wir nochmal hoch. Fakt ist, irgendwo da, wo die Menschen noch stehen, da wird es wahrscheinlich die nächsten Bomben zu holen geben. Und ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Ich weiß es nicht. Mal. Haben wir es jetzt hier? Heute rede ich ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Da müssen wir hin. Aber da ist kein C4. Mich nervt es. Jetzt sehe ich nicht. Irgendeiner davon ist auch ein Scharfschütze. Okay, wir springen einfach mal mitten rein. Nützt alles nichts. So. Jetzt haben wir erstmal den. Vielleicht gibt es doch gar keine Bomben mehr. Vielleicht war es auch die letzte, die wir jetzt erledigt haben. Die Polizisten machen natürlich nichts. Die stehen hier einfach nur dumm rum. Aber gut, das kennt man so. Das ist ja immer so. Superhelden sind immer die Einzigen, die was machen. Guck mal hier, das sieht aus wie ein Pinguin da. Mit dem Reden. Aber das soll eine Sprechblase darstellen. Das ist für euch, ihr Drecksäcke.
Ich weiß zwar nicht, welches Spiel du spielst, Batman, aber im Moment bist du das kleinere Übel. Sie haben überall im Gebäude Bomben gelegt. Du musst sie aufhalten. So, jetzt haben wir nur noch zwei Leute übrig, aber das ist egal. Kommen wir hier rein? Wie kommen wir denn? Wie kommen wir ins Gebäude rein überhaupt? Sie haben überall im Gebäude Bomben gelegt. Aber wie kommen wir denn da jetzt da ran? Frag ich mich. Hier muss noch irgendwer muss noch rumstehen, faul. Aha. Ich seh, ach, da ist noch eine Bombe, alles klar. Die hat noch gefehlt. Aber gut. Dann lassen wir die gerade nicht rangehen. Das sind zwei, alles klar. Das sind auch zwei. Das ist so schlecht mit der Markierung auf der Karte. Es ist wirklich so schlecht. Wenn die Typen jetzt nicht hier gestanden hätten... Dann hätte ich die jetzt auch nicht gefunden, die Bomben. Gut. Schnell. Deaktivieren wir das hier. Die waren noch nicht, scharf gestellt. Zündkabel entfernt. Jetzt ist hier noch eine. Das sollte dann das letzte C4 sein. Jetzt sieht man es auf der Karte auch wieder. Wahrscheinlich ist es weggegangen, weil ich zwischenzeitlich mal gegen andere kämpfen musste. Und jetzt dürfte... Genau, nichts mehr sein. Was ist los bei euch? Es ist Batman, er entschärft die Bomben. Macht die restlichen Bomben scharf und dann verschwindet. Die Börse wird Batmans Grab sein. So viele Bomben gibt es da eigentlich nicht mehr. Komm schon, wir müssen hier raus. Die Bomben sind scharf. Hey, du kannst es doch nicht hier lassen. Und wie er das kann? Er vertraut dem Falschen, ihr Vollidioten. Jetzt muss ich mich drum kümmern, dass ihr nicht drauf geht hier. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Ist das da oben? Sind wir da richtig schon? Genau, ihr seid sowieso verloren. Ihr werdet nämlich jetzt eh draufgegangen, deswegen könnt ihr auch einfach mal runtergeschmissen werden. Und dann... jetzt sehe ich überhaupt nicht gerade, wo... Also, das ist jetzt aber seltsam gerade. Aber hat funktioniert. Das Symbol sah mir gerade so komisch aus. Eine haben wir. Oh, die Zeit läuft ab. Ich habe noch 2 Minuten. Ich glaube, die andere war hier auf der gleichen Etage, oder? Wenn der Battering wenigstens helfen würde, den Typen ganz auszuschalten. Ne, wir müssen noch da hoch. Dann ist das da oben. 38 Meter nach oben, glaube ich. Genau. 1,5 Minuten. Und da ist einer mit der Knarre. Das passt mir natürlich überhaupt nicht. Diese Kunden, immer diese Feiglinge. Es fall nicht runter, Batman. Okay. Wir versuchen es in diese Richtung. Haben wir Glück gehabt. Neuer Rekord. Und wir haben es geschafft. Und wir machen eine Aufnahmepause, denn wir sind wieder fertig mit der Folge. Sendian Matt hat mir gerade geschrieben, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch diesen Kanal mal an. Super, super geile Folgen, super geile Videos gibt's da. Ich bin der Schlüssel des Anspeichers fertig. Laut der neuesten Information hat Bane eine Bombe auf der Memorial Bridge gelegt. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Der letzte offene Weg aus Gotham heraus. Wenn er denn zerstört, sind wir alle verloren. Schon unterwegs. Bis zur nächsten Folge, liebe Zuschauer. Checkt die anderen Kanäle, die ich in meinem Kanal verlinkt habe. Schaut ihr, könnt ihr gucken. Empfohlene Kanäle sind gute Videos dabei. Bis zum nächsten Video. Ich sage Tschüss und danke fürs Zusehen.